Und wie viele Neujahrsvorsätze haben Sie schon wieder über Bord geworfen? Wir wissen alle aus Erfahrung, es ist außerordentlich schwer, sich zu ändern. Gewohnheiten, Ängste, Orientierungslosigkeit, vielfältig sind die Gründe dafür, warum wir im Alten verharren, selbst wenn es mit Leid verbunden ist. Deshalb zeigen wir im aktuellen Dossier pünktlich zum Neujahrsanfang drei Wege in eine neue Existenz auf. Üben, sich überwinden, wollen. Außerdem im Heft. Für seine achtseitige Reportage ist unser Autor Jack Faraday in das Zentrum der amerikanischen Opioidkrise gereist. In seinem eindrücklichen Bericht zeigt er nicht nur, wie der sogenannte Tod aus Verzweiflung zum Massenphänomen in den USA wurde, sondern erklärt dieses auch mit Hilfe der Soziologie Emil Durkheims. Gemeinhin sind wir versucht, die dunklen Seiten des Lebens auszublenden. Doch der Philosoph Simon Critchley sieht genau dorthin. Im Interview spricht er über Tod, Selbsthass und Selbstzerstörung in Zeiten von Instagram und erklärt die Melancholie zum Anfang allen Denkens. Vor 90 Jahren schrieb Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, seine berühmte kulturtheoretische Schrift Das Unbehagen in der Kultur. Diesem grundlegenden Unwohlsein geht Marianne Lieder in unserem Klassiker-Dossier nach.